Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. In der letzten Folge haben wir wieder eine Lohndienstleistung angenommen. Und zwar Feld 76 Gerste dreschen. Das habe ich jetzt nur angenommen, um eben den Lexion zu haben, dass wir da vielleicht doch noch mal ein paar Dreschmissionen machen können. Und man sieht, unser Abfahrer ist da schon angekommen. Müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren. Ja, und da, upsala. Da kommt ja schon der Drescher angefahren. So, ganz entspannt. Das ist jetzt ein Kurs, den ich nur provisorisch dann haben werde. So, kurz warten, bis er aufgeklappt ist. Jawohl. Ab reinfahren. Fahren wir ein gutes Stück rein. Heißt ja kein Kurs, ja, dann tun wir den halt schnell generieren. Zwei Vorgewände, scharf. Nicht 25%, 0%. Soll er generieren? Passt. Obwohl, hier macht er so wenig Schlenker rein, aber das ist mir Wumpe. Missionen. Oh, jetzt habe ich ihn rausgeworfen, natürlich. Oh, ist das ärgerlich. Das ist ärgerlich, wenn man sich da einfach wieder verklickt. Ah. Aber er hat es zumindest alles mal so gespeichert. Dann darf man nochmal generieren. Dann wollen wir den hier rein speichern. Und zwar dreschen. Let's go. So, Drescher steht auch schon wieder unser. Das ist nicht so gut. Wenn er steht. Also wenn unser eigener Drescher steht, ist es nicht so gut. So. Und da läuft das, ja? So. Drescher ist voll, leer. Und wir fahren jetzt hin und tun den Anhänger, den Ding blocken. So. Jetzt sammeln wir noch die 5 Ballen ein und dann haben wir den Anhänger voll. So, genau jetzt haben wir ihn voll. Will er natürlich nicht. Den letzten Ballen wollte er jetzt nicht aufladen. Warum auch immer. Ja, Stroh ist relativ leicht. Wir haben sogar noch mehr Lohnkosten.
So, passt. Arbeit beendet. Oh, dass der schon fertig ist, ist top. Das heißt, wir können dann auch unseren Düngestreuer losschicken. Genau den hier. So. Dann haben wir die Grasfelder auch beendet. Also alles, was mit dem Gras zu tun hat. Neben Düngen. So. Ja, wir können dann jetzt schon wieder Stroh hochbringen. 3% haben wir schon vom Auftrag erledigt. Das ist tipptopp. Fahren wir schön hier rum. Ja, ist echt der Wahnsinn, wie viel Sachen wir hier zu erledigen haben jetzt. Auf einen Schlag im Juli. Ja, müssen wir definitiv gucken, dass wir da auch mal ein bisschen aufrüsten. Dann können wir auch sagen, okay, wir verkaufen jetzt mal einen Teil von unseren Produktionsgütern. Dass wir dann sagen, wir verkaufen da einen Teil. So, was rieselt jetzt langsam rein? Großartig, denn die Erhöhung sieht man halt nicht, ne? Das ist wenn komisch. Zack. Ah doch, jetzt sieht man so langsam. So langsam aber sicher sieht man, wie sie es erhöht. Wird blockiert. So. Das heißt, wir fahren jetzt wieder Richtung Feld. Ja gut, der steht jetzt gerade. Ah, der Lexion ist es. Oh. Der Lexion steht. Das heißt, wir müssen den abtanken. Wir fahren jetzt erstmal den LKW wieder aufs Feld 19. So, und zwar da, wo wir dann wieder anfangen mit Sammeln. Ja, viele Ballen können wir aktuell jetzt nicht mehr sammeln. Aber ein Teil eben. Aber als erstes müssen wir uns jetzt kümmern um unseren Lexion. Und da wir jetzt einen Auftrag haben, können wir hier einfach reinfahren. Ja, das ist zumindest jetzt der Vorteil, den wir haben. Dass wir einfach durchfahren können, ohne irgendwie was kaputt zu machen. Oh, Lul, hier ist ja auch ein Weg. Okay.
So. Oh, dass die hier reinrieselt. Voll einfach der Anhänger schon ist mit einer einmal abbunkern. Einfach 80% gefüllt. Wahnsinn. So, und wir fahren jetzt natürlich wieder weiter und holen uns unser Weizen. Aber das andere ist ja eh Gerste. Andere ist ja Gerste, was der Lexion drischt. Haben wir wieder ein Ding übersprungen, aber da gibt es doch, gibt es die Kinze neu. Ja, aber es ist nicht viel. Also wir jetzt hier kurz warten, bis der abgetankt ist. Wir fahren ja einfach ein Stück weg. Dann passt das. Aber mit dem Kleinen fahren wir jetzt natürlich noch in die Werkstatt. Das passt. Der drischt schon wieder. Also alles tip, alles top. Der ist gleich fertig. So, jetzt können wir wieder ein paar Ballen einsammeln. Arbeit beendet, ja, das ist der Düngestreuer. Die Ballen jetzt hier nach unten noch aufsammeln. So, das heißt, die Ballen haben wir jetzt schon mal eingesammelt. Die Ballen, wo wir eben brauchen. Oder was heißt brauchen? Ja, den Großteil der Ballen werden wir ja eben ins Lager bringen. Vielleicht auch nochmal was in den Kuhstall. So, mit Dünger sind wir durch. Mulchen sind wir auch fast durch. Ja, die müssen wir auch noch verschieben. Gucken wir, dass es jetzt vielleicht gerade hin. Upsala. Ab reingeschoben. Passt. Produktion. Die ganze Brauerei Zeug können wir ja jetzt in die Produktion reinschieben. Jawohl, das passt. Einen Traktor auch noch mal reparieren. Beziehungsweise mit dem können wir uns ja schon mal anstellen. So. Haben wir uns schön angestellt.
da gucken, dass wir da wieder hinkommen. Der ist jetzt gleich am zweiten Vorgewende. Dass wir da dann auch schnell hinfahren zum Abtanken. Können wir auch wieder quer rüberfahren. Ja, wir sehen ja 9% haben wir schon. Das muss, glaube ich, zur Getreide AG. Ja, unser Mulcher ist fertig. Und so, jetzt warten wir hier, bis der wieder auf den Bahnen ist. So. Bin mal gespannt, ob das so klappt, was der da vorhat. Jetzt weiß ich, was er vorhat. Ich weiß, was der vorhat. So, der ist jetzt gleich voll, der erste Anhänger. Da passen noch 24.000 Liter rein, hätte ich nicht gedacht. Dann machen wir jetzt halt noch den zweiten Anhänger voll. Insgesamt haben wir jetzt auch wieder 80, über 80%. Da hat auch wieder einer die Arbeit beendet. Nicht die Werkstatt, aber er soll mal Richtung Hof fahren. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.